vegetarische Ernährung. Ins Paradies, zu Fuß und aus freiem Willen. Tiefe Gefühle ergreifen die Seele in der Stille endloser Sanddünen, am grenzenlosen Wasser und unter dem hohen Himmel der Nährung. Wunderbare, nirgendwo sonst wahrnehmbare Farben von Sand, Haff und Meer entreißen uns dem Alltag und bleiben ein Leben lang in feierlicher Erinnerung. Sogar das Licht ist hier anders. Wer jemals hier war, kommt immer zurück. Berühmte Menschen wie Thomas Mann, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre bewunderten die Natur der kurischen Nährung und nannten sie unvergleichbar. Kein für Naturschönheiten empfänglicher Mensch kann sich ihrer unvergesslichen Wirkung entziehen. Eine Reise auf die kurische Nährung bedeutet auch immer eine Reise zu sich selbst. Hineinhorchen in die eigene Seele und nachsinnen über die göttliche Schöpfung. Die Natur gleicht hier einer subtilen Symphonie. Sonne, Sand und Wind schaffen in unaufhörlichem Wechsel immer neue Bilder. Dünenmuster verändern sich mit jeder Stunde. Vielleicht auch in jedem Augenblick. Hier darf man nicht hasten und auch nicht laut reden, wie in der Kirche. Die am Haff emporragenden Dünen sind wohl die höchsten in Europa. Die einen lebendig, die anderen tot. Das Wort Tod soll hier nicht ängstigen, verspricht im Gegenteil nur Seelenruhe und Harmonie. Der Sand ist gebannt, er wandert nicht mehr. Beim 14., dem letzten der verschütteten Dörfer, machte er Halt. Die Menschen pflanzten widerstandsfähige Bergkiefern, bändigten den unheilbringenden Sand, brachten Frieden in die Dörfer und sprachen damit auch das Urteil über die Dünen. Die werden geradezu bei jedem Anblick niedriger. Um ihren geliebten Fischer Naglis vor dem Sturm auf hoher See zu schützen, trug die Riesengöttin Neringa Sand in ihrer Schürze herbei, schüttete einen Wall auf und umgab damit sein Boot. So entstand dieser Sandstreifen, die Halbinsel zwischen Ostsee und kurischem Haff, die sich von Klaipeda bis zum Umland von Königsberg hinzieht. Mystisch erscheint die kurische Nährung, wenn man vom Flugzeug hinuntersieht und das Königreich des glänzenden Sandes und der grünen Wälder, umrandet von den Naturgewalten an Haff und Meer, wahrnimmt. Wenn wir die Reise an der Spitze der kurischen Nährung bei Klaipeda beginnen, begegnen wir zuerst dem litauischen Meeresmuseum und Aquarium, das in den Ruinen einer von Schweden erbauten Festung eingerichtet wurde, und dem durch seine Delfinshows bekannt gewordenen Delfinarium. Auf der Fahrt in Richtung Nida muss man sich dann entscheiden, der malerischen und windungsreichen Straße mit dem Auto zu folgen oder an Bord des Ausflugsschiffes Mecklenburg zu gehen. Wenn man genug Zeit hat,
kann man auch eine dritte Möglichkeit wählen und mit dem Fahrrad fahren oder gar zu Fuß gehen. Die besondere Stadt Neringa wurde vor einem halben Jahrhundert mit dem wohl überlegten Ziel gegründet, diesem etwa 100 Quadratmeter großen Landstreifen mehr Rechte zu verleihen. Umgeben von Wäldern liegen weit entfernt voneinander die vier Gemeinden Juhadkrante, Pervalka, Prela und Nida. Sie wurden zu einer administrativen Einheit der Stadt Neringa zusammengeschlossen. Gleichzeitig wurde das gesamte Territorium zum Nationalpark Kurische Nehrung erklärt, dessen Aufgabe der Schutz der hochsensiblen Natur ist. In den Landschaftsschutzgebieten Lapnugaris, Juhadkrante, Karvaitis und Parnidis, ebenso wie in den Naturschutzgebieten Nagle und Grobstas, sind menschliche Aktivitäten eingeschränkt und die Tierhaltung untersagt worden. Auch die Touristen müssen sich hier an strenge Regeln halten. Dafür stellt man ihnen jetzt auch jeglichen Komfort zur Verfügung. Die Kurische Nehrung zählt jedes Jahr 700.000 Besucher. Jeder von ihnen muss begreifen, dass er hier zu ebenso respektvollem Verhalten und zu dem Schweigen verpflichtet ist, das man im Louvre-Museum vor der Mona Lisa von ihm erwartet. Die Kurische Nehrung ist eine Kostbarkeit von Weltrang. Im Jahr 2000 wurde sie als erhaltenswerte Kulturlandschaft in das Verzeichnis des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Seit der Ordenszeit diente die Kurische Nehrung als Verbindungsstraße, später als Poststraße, die von Postkutschen mit Nachrichten aus Riga, Königsberg, Danzig und Berlin befahren wurde. Als Straße konnte man sie allerdings kaum bezeichnen. Auf die Postkutscher lauerten viele Überraschungen, weil sie teilweise am Meeressaum entlang fahren mussten. Ein Rad rollte im Wasser, das andere versank im Sand und das bei wütenden Stürmen und unter sengender Sonne. Wenn du diese Straße wählst, sei darauf gefasst, dass deine Seele bis in ihre Tiefen erschüttert wird, schrieb der französische Philosoph Denis Diderot. Auch die schöne Königin Luise und ihre Familie erlebten die Tücken der Nehrungsstraße auf der Flucht vor Napoleons Armee.